Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Pokémon Schwert. Und zwar ist heute das DLC rausgekommen. Die Kronlande. Nee, die Schneelande der Die Kronlande des Schnees? Die Schneelande des, der Krone? Irgendwie sowas, Leute, ja? Und ich bin richtig hyped. Ich habe in letzter Zeit Shinies versucht zu holen. Ich bin gerade am Psyau dran, weil ich habe gesehen, die zwei Entwicklungen hier. Die sehen richtig cool aus als Shiny. Die will ich auf jeden Fall haben. Da bin ich gerade dabei. Unterbrechen wir jetzt natürlich. Und das hier ist unser Team für die Schneelande. Glaziola ist nur dabei, damit ich sie ein bisschen auflevel. Weil die ist, die hat 6er EV. Und ja, hier steht schon der Typ. Oh, ich bin so gespannt, Leute. Ich liebe ja Schnee. Demnach kannst du jetzt auch zu den Kronen Schneelanden reisen. Wo soll es hingehen? Zum Kronenbahnhof, bitte. Und ich will dieses coole Elch-Pokémon haben. Dieses legendäre. Ach, ich freue mich, Leute. Ich freue mich wirklich. Ach, da unten. Ah. Keine Insel. Okay. Die Kronenschneelande. Alle bitte alle aussteigen. Danke, danke. Oh, ich freue mich mal wieder auf Pokémon. Auch wenn wir mit nächstem Mal eigentlich Pokémon hier so, ne? Noch dabei haben, aber trotzdem, ich freue mich. Irgendwie hört man gar nichts, ne? Vom Spiel, oder? So. Hallo, dich habe ich. Dich hat es sicher zum ersten Mal in die Kronenschneelande verschlagen, oder? Wie? Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon hier in der Gegend. In letzter Zeit wurden einige uralte und seltene Pokémon in den Kronenschneelanden gesichtet. Hilfst du mir dabei, mehr über sie zu erfahren? Dafür aktualisiere ich auch deinen Pokédex. Dein Pokédex wird aktualisiert. Oh, vielleicht ist das doch zu laut, oder? Machen wir mal so. Viel Erfolg bei der Vervollständigung deines neuen Kronen-Pokédex. Oh, danke schön. Danke. Wer bist du? Was ist hier bloß passiert? Da komme ich nach langer Zeit zurück in meine Heimat und alles hat sich verändert. Es ist viel kälter als früher und überall sehe ich Pokémon, die aussehen, als wären sie aus Stein. Oh nein, ich hasse Gesteins-Pokémon. Was hast du? Hast du... Ich weiß gar nicht, ob ich Pokébälle brauche. 42 und... Nee, oh, ich glaube ich erstmal nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele es jetzt hier geben wird. Ich habe mich null informiert. Oh, 136. Na, nee. Nee, gesehen heißt ja nicht gleich gefangen. Aber toll, dass wir schon 136 haben. What? Okay, dann gehen wir mal raus und gucken. Oh, Schnee. Oh, ich liebe Schnee. Wo ist mein Seemops, Leute? Ach ja, mein Outfit ist da natürlich wunderschön, oder Leute? Mann, du bist ja wie eine Klette. Hör endlich auf, mir dauernd nachzurennen, Dad. Achso, oh, ich dachte, das wäre wieder Sephora. Ich will einfach nur in Ruhe in deiner Riesennest auf ein Dynamax-Abenteuer gehen. Und zwar allein. Ich kann es kaum erwarten, gegen jede Menge seltenen Dynamax-Pokémon zu kämpfen. Keine Sorge. Dein cooler Papa hier hat ein noch viel spannenderes Abenteuer im Petto. Du wirst so viel Spaß haben, dass du dich am liebsten selbst dynamaximieren würdest. Danke, aber nein, danke. Geh mir nicht auf den Zeiger. Okay, können wir die ignorieren? Gibt es hier wieder Diktas oder sowas? Ich glaube, ich habe nicht alle Diktas gefunden. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr danach gesucht. Na gut, wenn du nicht zur Vernunft kommst, schreie ich eben so lange rum, bis du nachgibst. Hast du Hirnfass? Das wäre ja oberpeinlich. Hey, hallo da. Hallo, du da drüben. Dieser alte Sturkopf will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Kannst du mir helfen? Ja. Klasse, könntest du ihm dann für mich eine gehörige Abfuhr erteilen? Hör mal, Mädel. Mir gefällt zwar nicht, dass du deine Nase in Angelegenheiten steckst, die dich nichts angehen. Was? Die dich nichts angehen. Aber vielleicht bringt es dir ja junge Dame ja zur Vernunft, wenn ich dich im Kampf besiege. Ich bin Pioni. Und du bist naiv, wenn du denkst, auch nur den Hauch einer Chance gegen meine
stahlharten Attacken zu haben. Okay, ich zeig dir jetzt mal, wo es lang geht. Pöni. Ich nenne ihn Pöni. Pöni hört sich cool an. Okay. Inferno Bar, du schaffst das, oder? Du bist auch groß. Groß und stark. Tahaha, ganz schön mutig, sie einfach so mit einem ehemaligen Arena-Leiter? Ich hab nicht gelesen. Es war zu schnell. Egal, wir machen Flammenwurf. Flammenwurf. Oh, die Animationen sind an. Gut. Dachte ich jetzt vielleicht noch von früher ausgestellt. Hut ab, das hat gesessen, aber jetzt sind wir an der Reihe. Ja, erstmal musst du ein nächstes Pokémon. Oh nein, jetzt verwechsel ich das ja auch noch. Egal. Ich überlebe das schon. Auf welcher Stufe war der? 72, ne? Komm, weiterkämpfen. Stahl ist easy. Die Party werden so zwischen 30 und 40 Minuten lang, denke ich. Ja, das ist so. Oh, Stahl. Ach, Stahl ist jetzt auch neu hier. Okay. Müssen wir Steuer Junior fangen, auf jeden Fall. Ach, Robustheit. Das gibt's ja auch noch. Robustheit habe ich schon lange nicht mehr gesehen, weil Kleinstein gibt's doch hier gar nicht, oder? Gibt's hier einen Kleinstein? Oh Gott, what the fuck? Oh nein, Hagel hat mich besiegt, ich raste aus. Level 100 hat er einfach mit One-Hit gemacht. Zusammen mit Hagel. Was ist das denn hier? Oh Gott, liebe Elder, eigentlich bist du ja auch komplett falsch, oder? In den Schnee landen. Aber bis jetzt sehen wir noch keinen Schnee, deswegen Eis-Pokémon, deswegen ist eigentlich alles gut. Oh Gott, ey. Wie konnten die denn jetzt meinen Inferno-Pod einfach so zermürben? Ich weiß es nicht. Ja, Glaziola, ich brauch dich hier bald. Aha, da habe ich den Mods wohl zu voll genommen. Ja, Geld. Immer Geld. Hahaha, dass ich mal derart von einem jungen Mädchen platt gemacht werden würde. Mina ist weg. Wo steckt meine Tochter? Bist du wirklich ihr Vater? Aber klar doch. Was ist das denn für eine Frage? Ich bin extra mit Mila hergekommen, um unseren längst überfälligen Vater-Tochter-Ausflug in Angriff zu nehmen. Aber sie hat offenbar so wenig... Oh Gott. So wenig Bock darauf, dass sie mich mit einem x-beliebigen Trainer ablenkt. Nur um die Kurve kratzen zu können. Tahaha, so kenne ich meine Mina. Das ist ihre ganz persönliche Art und Weise, ihrem Vater zu zeigen, wie lieb sie ihn hat. Bestimmt. So ist sie, meine liebe Tochter, ein echtes Goldstück, oder? Aber wenn sie nicht da ist, kann ich schlecht meine mit Herzblut geplante legendäre Expedition starten. Moment, hatte sie nicht gesagt, sie wolle zu einem Deiner-Riesennest gehen oder so? Ha, sie will bestimmt, dass ich nachkomme. Warum hätte sie mir das sonst verraten? Sie wundert sich bestimmt schon, wo ich bleibe. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ach ja, hast gut gekämpft. Man sieht sich, stahlharter Trainer. Okay. Dann können wir jetzt auch herumlaufen. Wir waren Pokéball, ne? Oh, das ist ja cool. Ich will dich. Komm her, mein Kleiner. Mein kleiner, süßer Marino. Ah, den haben wir, glaube ich, nicht, oder? Oder gab's den schon? Nee, gab's noch nicht. Gut. Oh, sehr nice. Der ist cool. Die Weiterentwicklung finde ich nicht mehr so süß. Aber, oh nein, jetzt habe ich Timeball eingesetzt. Wie dumm bin ich denn? Naja, egal. Egal. Oh Gott, der ist ausgebüxt. Oh nein, Blizzard. Blizzard könnte echt wehtun hier, tatsächlich. Es tut auch weh. Es tut wirklich weh. Welche Stufe war der jetzt? 60 oder 70? Nee. Hyperball. Als ob ich dich schwächen muss, kleines Ding. Brauche ich ja doch noch andere Pokémon. Oh Gott, ich muss den schwächen, oder was? Oh mein Gott. Ich habe echt komplett das falsche Team ausgewählt. Ich sehe es ja ein, Leute. Ich sehe es ein, okay? Und Laziola, können wir mit dir fliehen? Ja, ich weiß, aber Flucht bitte. Ach gut, ich bin entkommen. Okay, ich muss jetzt erstmal die andere Pokémon nehmen.
Aber ich habe hier kaum noch welche drauf. Ich habe hier doch kaum noch welche drauf. PC-Box. So. Ich habe nur eine Kiste hier noch nicht sortiert, tatsächlich. Ja gut. Nimm dich auf jeden Fall mal mit. Wascher KW. 16,50. Gegen Eis-Pokémon schlecht. Ja, cool. Warte. Wir haben hier... Ah, ne. 44 ist auch zu schlecht. Okay, wir haben die jetzt, Leute. Wir haben die. Ich weiß, es sieht nicht ganz gut aus, ja. Hätte vielleicht meine Pokémon-Homebank noch nicht sortieren sollen. Sondern erst viel später, aber... Naja, konnte ich jetzt nicht so wissen, dass meine 100er hier auf einmal so drauf gehen, ne? Oh Gott, Rossana. Cool. Oh, Rossana ist echt cool. Die will ich eigentlich haben. Komm her, Rossana. Schön. Du bist echt cool. Rossana. Ja. Mach du da mal deine komischen Geräusche, ey. Vorwarnung. Oh, die hat Vorwarnung, okay. Kraftkoloss. Bringt, glaube ich, gar nicht so viel. Aber Blizzard könnte mir schon wieder wehtun. Das tut mir auch weh. Wie, 62? Oh Gott, die werden hier stärker, Leute. Die sind hier nicht alle auf Dings. Das wird da was. Egal, Laziola, super. Super. Aber... Stimmt ja, wir wollten ja den fangen und nicht besiegen. Okay. Nächster Versuch hier. Sagelt Kampf. Fuchtler müssen wir machen. Vielleicht bringe ich denen gleich erstmal ein paar andere TMs bei, ey. Das geht ja so nicht. Und zack. Hä, wieso machst du denn One-Hit? Mann, du bist so nur viel Level über den. Okay, ich brauche andere TMs, Leute. Ich brauche einfach andere TMs. Das ist ja jetzt schon wieder hier ein großer Fail, diese Aufnahme, finde ich. Aber egal. Blättersturm, Blizzard, ja. Nee, das sind alles Brandstempel? Infernoport, nee. Dampfwalz, oh. Das ist cool, dass du das kannst. So, dann machen wir Leitteiler. Ich hätte auch... Na, Leitteiler ist eigentlich auch ganz praktisch. Aber ist egal. Super. So, das reicht erstmal. So, holen wir uns mal den Pokéball hier. Schrägrauch. Oh, das war ein Snomnom, ne? Ja. Ach, süß. Ich liebe Snomnom immer noch. Ist für mich mittlerweile das süßeste Pokémon, das es gibt. Ach, sehr süß. Aber dich habe ich schon. Wablu, was machst du eigentlich hier? Oh, hier haben wir nochmal ein... Hä? Nein! Ich bin noch reingelaufen. Naja, egal. Das ist also dieses Deiner-Riesennest, ja? Da drin kämpft meine Töchterlein, also gerade gegen seltene Dynamax-Pokémon und hat jede Menge Spaß dabei. Oh, du bist doch die von vorhin. Du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Also dann, volle Kraft voraus. Keine Sorge, Mila. Papa ist direkt hinter dir. Hab nicht zu viel Spaß ohne mich. Okay, ich würde sagen, wir heilen jetzt. Wir gehen nochmal kurz meine Nexomon heilen. Pokémon heilen. Oh Gott, nee. Leute. wir gehen mal eben heilen, ja? Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass der Part richtig seltsam ist. Aber so seltsam war tatsächlich die letzte DLC nicht, oder? Ich bin so schlecht vorbereitet. Egal. Wir schaffen das schon irgendwie. Wir gehen jetzt in so ein Dino-Raid erstmal rein. Oder wir schauen uns erstmal die Karte an, oder? Ich meine, die Karte ist auch nicht uninteressant. Ja, beehre uns bald wieder, Pokémon. Du gehst bitte auf Platz 1.
404 Leben hat Infernopod und ist direkt tot. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Okay. Karte. So, dann schauen wir uns erstmal die Karte jetzt an. Ja, ja, das weiß ich. Mhm. Oh, so groß ist sie gar nicht, oder? Oh, doch. Oder ist das hier nur reingezoomt? Herausgezoomt. Ja, dann sieht das hier doch größer aus. Aber ich glaube, das ist nur reingezoomt. Rausgezoomt, meinte ich. Okay. Dann fliegen wir mal hier hin wieder. Da fliegen wir mal hin. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch den Raid, würde ich sagen. Nach rechts können wir... Obwohl, warte, hier soll ja eine Sackgasse sein, oder? Was ist das da eigentlich? Ach, das ist Keifel. Nee, ich will jetzt nicht. Ich möchte eigentlich nur hier den Ball hier holen. Hyperball? Ah ja, hier ist tatsächlich eine Sackgasse. Läuft die mir hinterher? Ja, tatsächlich. Tatsächlich ja. So, das haben wir abgeholt. Okay, dann gehen wir mal eben da zum Raid. Ich bin gespannt, was da drin ist. Die muss ich einfach später fangen. Ich muss mir ein Pokémon wiederholen mit Trugschlag. Falls es das überhaupt hier gab im Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Mammutel. Oh, Mammutel sollte ich mir eigentlich fangen, oder? Jetzt ist es da, Leute. Jetzt ist es da. Das ist das Problem. Jetzt ist es hier. Und nicht erst später, deswegen. Aber ich möchte nicht meinen Infernopod oder sowas hier schwächen, deswegen versuchen wir es mit ihm. Mammutel. Jetzt ist er da, weil sonst muss ich wieder wie bei Xerox, ja, Jahre suchen, bis ich den mal kriege. Das hat gedauert. Okay. Psycho darf ich jetzt hier nicht einsetzen. Bodycheck. Oh, das war echt... Oh Gott. Bitte stirb nicht. Oh, sehr gut. Danke. Danke, dass du nicht gestorben bist. Wie? Hä, was? Oh nein, setz jetzt nochmal Fruchtlein. Oh nein. Was? Ich wusste nicht, dass das sowas wie ist hier wie Walzer. Das ist so ein Witz hier einfach, oder? Ach Gott, ich könnte kotzen, ey. Ganz ehrlich, ich könnte kotzen. Was soll denn das denn hier? Oh Gott. Ich hasse dich, Kultur, so weißt du das? So, wo ist dieser Tempel jetzt? Da. Da ist er. Alpino? Nee, später, okay? Später. Warte, ich muss noch eben hier schnell wechseln. Guck mal, bewegen. Eigentlich ist doch Feuer doch richtig gut für Eis, aber Käfer glaube ich nicht, ne? Ah, aber für Boden-Pokémon ist auch schwer. Okay, gehen wir rein. Oh Gott, Leute. Das wird was. Das wird, glaube ich, gar nichts. Nein, nein, und nochmals nein. Ich bitte Sie, das geht so nicht. Aber warum denn nicht? Meine Tochter ist doch da drin. Das mag sein, aber... Aber was? Ich mache auch bei diesem Abenteuer-Dings damit, okay? Ich bin vermutlich eh der größte Abenteurer von allen. Wie ich Ihnen nun schon mehrmals gesagt habe, das kann ich leider nicht zulassen. Hm. Oh, du bist wirklich gekommen. Stimmt was nicht? Ich bekomme hier eine absolute Vollkrise. Diese sturköpfige Forscherin da will mich einfach nicht durchlassen. Bitte was? Wer soll hier denn der Sturkopf sein? Ich habe es ihnen schon oft genug erklärt, aber sie wollen einfach nicht richtig zuhören. Dynamax Abenteuer sind ein äußerst gefährliches Unterfangen und... Kra, diese wissenschaftliche Palaver macht mich wahnsinnig. Wir drehen uns die ganze Zeit nur im Kreis. Du scheinst diesen Mann zu kennen. Würdest du dir meine Erklärung anhören? Dann könnte ich euch zusammen durchlassen. Aha, endlich gibt sie mal was von sich, das Hand und Fuß hat. Wärst du so nett, dir ihre Erklärung anzuhören? Dann können wir zusammen nach meiner kleinen Mila suchen, okay? Ja, ich möchte aber erstmal mit den anderen reden. Hallo. Pokémon sind... Was? Sind mir bei meiner Forschung eine große Hilfe. Ich hatte gerade irgendwie komischen Fehler im Kopf. Ich wollte die ganze Zeit zu Miris reden, aber der war ja hier rechts. Ich kann dir fantastische Waren im Tausch gegen deine Erz anbieten.
Oh, Rüstungserz gibt's hier. Nice. Muss man das nicht suchen. Ultraball. Ja, ja, toll. Was ist das hier? Das sieht aus wie schwankende Messdaten, die von einem Radar erfasst werden. Okay, dann erzähl mal hier. Möchtest du dir meine Erklärung eigentlich nicht, aber wir machen es mal. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du hast was gut bei mir. Gut, dann beginne ich mit der Erklärung. Eine Höhle, ja? Das Deiner-Riesennest ist ein unterirdisches Labyrinth, in dem sich seltene Pokémon eingenistet haben, die man sonst in der Galar-Region nicht zu Gesicht bekommt. Schließ dich mit drei weiteren Trainern zusammen und erkunde das rätselhafte Deiner-Riesennest. In den Tiefen des Nests wartet ein legendäres Pokémon auf dich. Dynamix-Abenteuer bestreitest du an der Seite eines geliehenen Pokémon. Zu Beginn des Abenteuers muss daher jeder Spieler ein Leib-Pokémon auswählen. Im Inneren des Deiner-Riesennests gibt es etliche Abzweigungen. Entscheide dich gemeinsam mit den anderen drei Trainern für einen Weg und tritt dann gegen die dortigen Pokémon im Deiner-Raids an. Fängst du ein Pokémon, kannst du es gegen deinen aktuellen Begleiter austauschen und mit ihm weiter vordringen. Eure eigenen Pokémon laufen dort leider Gefahr, durch die hohe Konzentration an Galar-Partikeln außer Kontrolle zu geraten. Aus diesem Grund bieten wir Leih-Pokémon an, deren Resistenz gegenüber Galar-Partikeln sie vor diesem Schicksal bewahrt. Ah, jetzt schnall ich's. Wir sollen uns drei Pokémon-Partikel ausleihen, um damit so richtig außer Kontrolle zu geraten und seltene deiner Trainer fangen zu können. Weiter könnten sie nicht daneben liegen, guter Mann. Dort drinnen ist es gefährlich, also halten Sie sich bitte an die Regeln. So richtig blicke ich immer noch nicht durch, aber spannend klingt das allemal. Also gut, die komplizierten Erklärungen spare ich mir jetzt mal. Ich sehe mir das lieber mit eigenen Augen an. Halte durch, Mina, dein Papa ist da. Moment, das können Sie doch nicht einfach. Das ist so gefährlich. Was ist nur in diesem Mann gefahren? Und warum erinnert mich sein Gesicht so an Präsident Ross? Oh Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber es stimmt. Falls du ihm nachlaufen möchtest, nein, das solltest du nicht. Aber falls du dich in ein Dynamix-Abenteuer stürzen möchtest, lass es mich wissen. Oh nein, ist das echt Ross? Wer ist es, Ross? Für jede erfolgreiche abgeschlossene Erkundung wirst du von mir übrigens mit deiner Erz belohnt. Zudem darfst du eines der Pokémon behalten, die du unterwegs gefangen hast. Die anderen brauche ich jedoch für meine Forschung. Ja, los geht's. Ja, oh Gott, ich bin jetzt gespannt, Leute, mit einem Leih-Pokémon. Okay. Da das dein erstes Dynamax-Abenteuer ist, solltest du dich zunächst allein daran versuchen, um dir die Regeln einzuprägen. Ja, okay, kämpfen wir einmal allein. Aber Steinattacken sind schon wieder hier. Aber Psychokinese ist nice. Spukball ist auch nice. Oh, ich glaube, ich nehme Flatteyamo. Ja, komm, nehmen wir Flatteyamo. Okay. Cleopatra. Oh Gott. Morlord, ja? Gegen Elektro ist gut. Oh, ich bin gespannt. Ah, ich darf aussuchen. Ah, das ist ja cool. Oh, Typ Wasser also. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen normal, weil wir haben, glaube ich, mehr für normal. Oh, wir hätten auch mal, weiß nicht, Boden wäre gut gewesen? Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Vielleicht hätten wir auch Boden nehmen sollen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Ohr doch. Fünfte Generation. So, Flatteyamo. Ne, mein süßes kleines Ding. Oh, ich kann auch direkt Dynamax machen. Kampf. Dynamax. Jetzt brauche ich aber Attackeninfos. 130. Na gut, dann machen wir deiner Chinese. Oh, doch, brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Aber müssen wir fangen für den Pokédex, falls das dann klappt. Mal schauen. So, Flatteyamo. Ne? Ach, du bist ein weibliches, ne? Wegen dem Herz, glaube ich. Glaube wegen dem Herz. Deiner Chinese. Oh, macht wenig Schaden. Tatsächlich. Aber egal, wir haben jetzt Psychoschaden plus hier bekommen. Gewissheit. Ja. Oh nee, die heilt sich. Nee, bitte nicht so viel. Okay, geht noch. Super verfehlt, ist auch super.
Oh nice, ihr macht echt guten Schaden tatsächlich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Endlich mal hier gute Teammates. So, die Hälfte haben wir. Und ich habe noch hier, ne, Schnelligkeit dazu bekommen. Och, das ist ja kein, das ist kein, ne? Kein Klacks? Das ist ein Klacks, Leute. Oh, ich freue mich so, wieder Pokémon zu spielen. Das hat mir echt gefehlt. Es gibt ja jetzt auch Gerüchte, dass obwohl Gerüchte gibt es zu Pokémon eigentlich immer. Das nächste Jahr, weil Pokémon wird glaube ich 25, dass es ein Spiel geben wird mit 3 Pokémon-Abenteuern. Auf der Switch dann. Wir fangen. Nee, ich will's. Ja, doch, für den Pokédex einen Tag. Was wollte ich sagen? Hier mit 3 Regionen auf einem Spiel, aber ich glaube, Diamant. Nee, doch nicht Diamant. XY. Oras. Also, ne, hier. Alpha Saphir und Omega Rubin. Und Hard Gold und Zeus Silver. Sollen wahrscheinlich in einer Edition drin sein. Nicht Team aufnehmen. Also bekomme ich den Pokédex-Eintrag nicht. Okay, dann weiß ich das jetzt. Wir können schon wieder. Aber da ist so eine Forschungstante. Ach, man sieht schon im Hintergrund. Nee, Kotorso ist mir, glaube ich, zu stark. Wir gehen sich, glaube ich, siegen. Aber wieso ist da jemand? Ja? Oh, Pokémon sind bestimmt erschöpft. Ah! Ging ein anderes. Ja, mach mal hier. Oh nein. Jetzt habe ich einen Quaxo, Leute. Okay, Quaxo ist aber cool. Quaxo ist wirklich cool, aber hätte ich jetzt nicht. Ich dachte, vielleicht ein anderer, weißt du? Ich dachte, ein anderer. Na gut. Niese. Ich bin gespannt, wie es wird. Ob man einfach mit anderen Leuten das machen kann. Oder ob man wieder Leute in der Freundesliste braucht. Oh nein, du hast ja nur Kacke-Attacken. Oh, Quaxo, ne? Das wird, glaube ich, nichts mit dir. Du hast wirklich keine guten Attacken dabei. Ja, super, Quaxo. Du bist ja mega toll. Das sieht nicht gut aus. Ach, Verteidigung sinkt zumindest. Siedewasser ist gut. Ah, verbrennt leider nicht. Oh, Gähner. Gähner bringt, glaube ich, nichts, oder? Was? Gähner bringt doch was? Komm, wir machen hier nochmal. Ich meine, wenn er uns jetzt hier angreift, dann sind wir eh weg. Ja, nice. Quaxo, ne? Du bist ja richtiger Fail, ganz ehrlich. Kommt, ihr schafft das. Knuddler, nice. Toxin. Bringt leider nichts. Ob Psychoschock war gut. Schläft. Als ob die hier schlafen können. Nice. Anfeuern hier. Huhu. Huhu. Mann, Quaxo. Ich dachte, du wärst gut. Aber nee, du bist einfach schlecht. Sorry, ja, das ist die Wahrheit. Du bist einfach schlecht. So, jetzt mach den hier fertig, bitte. Psychoschock, nice. Geschafft. Ich glaube, ich nehme ihn hier ins Team tatsächlich. Ja, komm, fangen wir. Weil, ne? Endgegner ist nämlich Wasser und wir bräuchten auf jeden Fall einen anderen Typ als hier unseren Quaxo. Den bräuchten wir. Sehr gut. Da, 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 da. Ja, ins Team aufnehmen. Dankeschön. So, weiter geht's. Dann nehmen wir, glaube ich, Pflanze, ne? Ja, Pflanze sieht gut aus. Ja. Gift wäre blöd gewesen, wenn wir dann alle vergiftet wären. Ist nie so gut.
Ach, die Forschungsassistentin kämpft mit uns. Oh, Willi? Ach nee, das ist eine Gesteinspflanze. Oh Gott, ein Glück haben wir hier Psychotanten dabei. Und ich habe die Dynamax-Energie, das ist gar nicht gut. Egal. Ach, Zornklinge ist dafür effektiv. Oh, sehr gut. Dann machen wir das doch. Komm her, mein Sichler! Wuhu! Kreideschrei, okay. Das ist natürlich eine sehr, sehr coole Attacke. Aber jetzt kommt erstmal hier mein Sichtlauschieren. Yeah! Oh, sehr gut, sehr gut. So. Hä? Och man, Moorlord. Hättest du einfach irgendwas machen können. Guck mal, selbst um Nivra-Dings, sie macht was. Naja, egal. Dann weg mit dir. ja, meine Unigruppe gerade so. Naja. Das interessiert jetzt hier keinen, außer mich tatsächlich. Nee, dich fangen wir jetzt nicht. Weil das bringt mir für den Pokédex nichts und dich brauche ich auch nicht. So. Dann geht's jetzt weiter. Oh, Helga nimmt. Ich raste aus, wieso nimmt sie den? Ihr seid eine Backpackerin. Wenn ihr wollt, kann ich euch ein paar meiner. Was? Alter, das ging so schnell. Gibst du den. Oh Gott. Gibst du den Samen ein Pokémon zum Tran, setzt es ihn ein, wenn ein Nebelfeld aktiviert ist und ein Spezialfeld. Psycho? Hier, Nebelsamen. Oh Gott, ey. Alter, ist mal hier im Stress? Das ist richtig im Stress, Leute. So, was haben wir jetzt hier für ein legendäres Pokémon? Irgendwas hat Suicune? Ja! Suicune! Ah, oh, direkt mein Lieblings-Pokémon. Nice. Oh, dich hole ich mir auf jeden Fall. Äh. 40, 60. Okay, dann Flügelschlag. So, Peng. Oh, Suicune, mein Lieblings-Pokémon, Leute. Ich freue mich gerade, dass es das erste ist. Aqua, okay. Na, hält ganz gut aus. Och, Amnesie, ey. Geh weg damit. So. Flügelschlag, machen wir mal weiter. Ja, Fun Fact zu Suicune. Es kann Wasser reinigen. Wenn es auf, wenn es Wasser berührt, dann wird es direkt gereinigt. Es ist ein sehr, sehr besonderes Pokémon. Es kann auch auf Wasser laufen. Es sieht wunderschön aus. Deswegen ist der zweite, nee, der dritte Pokémon-Kinofilm mit Celebi der coolste von allen. Oder war das der dritte? Ich überlege gerade. Ich glaube, zwei war Entei, der Film über Entei. Mit den Inkognitos. Oder? Ja, ne? Und der Film mit Celebi war, glaube ich, der mit Suicune, meine ich. Ja, ich glaube, so war das. Ja, Celebi war auch immer cool. Das kann man nicht bestreiten. So. Fokusstur. Okay. Bringt nicht allzu viel. Die Pokémon hier haben außerdem 100%ige Fangchance. Das heißt, ich suche mir gleich einen wunderschönen Ball für ihn aus. Einen Mondball wäre für ihn cool. Ja, das wäre cool. Auf jeden Fall kein Hyperball. Und man kann die Pokémon hier nur einmal fangen. Also das legendäre Pokémon kann man nur einmal fangen. Zack, sehr schön. Tada! Ja, das fangen wir uns jetzt hier. Fangen. Guck mal, was wir hier Schönes haben.
Oh, wir haben noch einen Mondball. Sehr schön. Haben wir noch was? Nee, haben wir nicht. Okay, Mondball für mein Lieblings... Eines meiner Lieblingslegendären. Und? Komm zu mir, Suicune. Ich hoffe, der hat 100%. Ich meine schon. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja, sehr nice. Sehr nice. Ich habe auch gehört, man sieht, wenn die Shinies sind, sieht man das daran, hier am Ende dann. Vorher sieht man das nicht. Ich nehme auf jeden Fall Suicune an. Ich brauche jetzt nicht die legendären Shinies, tatsächlich. Weiter. Sehr nice. Oh, sehr cool, Leute. Ich freue mich gerade wirklich. Okay. Achso, wir suchen jetzt noch die Tochter. Okay. Hey, dich kenne ich doch. Bist du etwa auch für ein Dynamax-Abenteuer hier? Dann liegen wir zwei ja übelst auf einer Wellenlänge. Ich bin übrigens Mila. Und du heißt? Freut mich, Lynn mein Name. Haha, bist du mit einer Zeitmaschine angereist zum Schießen? Was? Was? Mein Date ist auch hier? Ich habe ihn nirgends gesehen. Würde mich nicht wundern, wenn er aus Versehen wieder zum Eingang zurückgelatscht ist. Ach ja, tut mir voll leid, dass ich dich vorhin benutzt habe, um ihn abzulenken. Der kann manchmal echt nervig sein. Wie ging's mit euch zwei eigentlich weiter? Echt? Du hast gegen meinen Dad gewonnen? Er war mal Arena-Leiter, weißt du? Selbst wenn er gerade Urlaub macht, ist ein Kampf gegen ihn. Alles andere als einfach. Hat er dir erzählt, warum er mit mir hergekommen ist? So hübelig, wie er gerade ist, konnte er es bestimmt nicht für sich behalten. Er will mit mir auf eine legendäre Expedition gehen, bei der wir verschiedene Legenden dieser Gegend erkunden. Als würde ich in meinem Alter noch brav Hand in Hand mit Papi eine Abenteuertour machen. Ist doch voll peinlich. Außerdem würde ich eh viel lieber gegen krasse Dynamax-Pokémon kämpfen. Dieses Gefühl, wenn man gegen übelst riesige Pokémon kämpft. Allein schon bei der Vorstellung kriege ich ein krasses Kribbeln im Bauch. Hehe. Oh, aber klar doch. Ich habe die Idee. Du scheinst ja ein akzeptabler Trainer zu sein. Warum gehst du nicht einfach mit meinem Alten auf der Expedition? Klingt gut. Und wie es das tut? Eine richtig gute Idee. Wenn ich mich mal selbst loben darf. Es würde mir schon ein bisschen leid tun, ihn alleine zu lassen, wo er sich darauf gefreut hat. Und sieh es mal so, du kriegst vielleicht die Gelegenheit, einem legendären Pokémon zu begegnen. Ich komme danach, wenn ich mich in deiner Riesennest ausgetobt habe, okay? Geht ihr zwei ruhig schon mal auf eure legendäre Expedition. Los. Du kannst mein Dad ja unseren Schlachtplan erklären. Danke. Hä? Oh Gott, jetzt liegt er da, oder was? Okay, wir sprechen ihn nur an. Aber mir geht's so schlecht, diese Schmerzen, Mila. Wo ist meine süße kleine Mila? Geht's ihm gut? Dieser lebhafte Herr ist auf einem Felsen ausgerutscht und hat sich den Kopf angestoßen. Oh. Mann, brummt mir die Birne. Ich habe mir meinen eigenen Leib zu spüren bekommen, wie schmerzhaft ein Abenteuer enden kann. Dabei wollte ich doch nur schauen, ob sich meine Tochter hinter dem Felsen versteckt. Und jetzt seht ihr an, was aus mir geworden ist. Haben Sie Ihre Tochter etwa mit einem Klonkett verwechselt? Oh Gott. Mein Gott. Wie sieht's denn bei dir aus, Mädchen? Irgendein Spruch von meiner kleinen Mila? Und ob? Oh, verstehe. Mila kommt also nicht zurück, bis sie sich auf ihren Dynamax-Abenteuern ausgetobt hat. Und sie will, dass wir schon mal ohne sie mit meiner eigens konzipierten legendären Expedition anfangen? Dabei habe ich ganze Nächte durchgeackert, um den Plan für unsere Vater-Tochter-Reise zusammenzustellen. Schätze, sie ist jetzt in einem Alter, in dem sie viel selbst ausprobieren muss. Also als guter Vater sollte ich ihr wohl Freiraum lassen und ihr nicht zu sehr auf die Pelle rücken.
Na schön, ich hab schon nach deinem Namen gefragt. Ich glaube nicht. Wie heißt du denn? Alles klar. Lynn, also, aha, ich bin Pöni. Moment, habe ich mich etwa schon mal vorgestellt? Naja, doppelt hält besser. Warte, Pöni passt gar nicht, weil OE würde es dann sein und nicht EO. Okay, dann müssen wir doch Pioni sein. Pioni, Pioni. Oh ne, nicht wieder diese Liga-Karten, ey. Jedenfalls wird unsere was, Expedition dermaßen legendär, dass Mila gar nichts anderes kann, als sofort zu uns zu stoßen. Ich weiß ja nicht. Tahaha, mach dir keine Sorgen, ich habe alle möglichen Vorbereitungen getroffen. Okay, dieses Abenteuer, damit wäre es beschlossene Sache. Ich würde sagen, wir besprechen als weiteren Friesedale. Immer der Nase nach, dann kannst du das beschauliche Dörfchen gar nicht verfehlen. Und wer zuletzt ankommt, was ist denn heute los mit mir, muss während der Expedition den Gepäckträger spielen. Ha, nur ein kleiner Späßchen. Taha, tschüss. Wow. Okay, Leute, das soll's aber auch gewesen sein von dem Part. Wir gucken mal eben, welche Werte es Suicune hat. Oh, 4. 4 ist in Ordnung, würde ich sagen. 4 ist in Ordnung. Wir haben die Pikachus eigentlich. Oh Gott, richtig schlecht. Egal, Leute. Geil. Ich freue mich, dass wir Suicune haben. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Kameto. Haut rein und ciao!